Gut, dann geht es weiter mit unserem nächsten Buchstaben und das ist das Ro. Ro. Akrivos, genau, das ist ein gerolltes R. Ro, ro, genau. Ja, ich nenne diesen Buchstaben gerne falschen Freund, weil er so aussieht wie ein P. Aber die Aussprache ein gerolltes R ist, ne? Das ist kein P, das ist ein R im Griechischen. Man denkt, man weiß auch immer, Akrivos. es ist irgendwie, Nein. Oder Lippon, echo den proti lexim. Wir haben hier unser erstes Wort mit dem Ro. Magst du vorlesen? das ist jetzt ein Frauenname, weil das großes B ist, oder? Es ist nicht. Akrivos, Akrivos, ne. Ne. Rita. Rita, Poliorea, Rita, Rita, der weibliche Vorname. Oder? Pame Carta. Carta, Poliorea, Carta. Karta, was könnte das heißen? Vielleicht Eintrittskarte oder Ja, die Karte, die Postkarte, Karte. Karta, Karta. Orea, Orea. Das kannst du hier lesen. Kroatia. Akrivos. Kroatia, sehr gut betont. Kroatia. Kroatia. Disimeni, was heißt das? Kroatien. Kroatien, Akrivos. Akrivos, Kroatia. Kroatia. Orea, Endaxi, Pame Paragato, weiter geht es. Kairo. Kairo. Poliorea. Kairo. Tisimeni Kairo. Die Stadt. Akrivos. Ne. Etsi. Gebame stin telefthea lexi. Das letzte Wort mit einem R. Achte auf das O. Rocca. Akrivos. Akrivos, Poliorea, Rocca, Rocca. Rocca heißt Hukula. Rocca. Ne. Okay, Knut, magst du noch mal alle Wörter vorlesen? Rita, Orea. Carta, Polio. Carta, Gar. Kroatia, Orea. Kairo und Rocca. Acribos. Acribos. Polio. Sehr gut. Das war das Ro, unser falscher Freund. Und jetzt geht es weiter mit dem Ni. Ni. Nee. Auch ein Akrivos. falscher Freund. Ein Ja, halber falscher fast. Genau. Der kleine Buchstabe ist ein falscher Freund. Ja. Sieht nämlich aus wie ein deutsches V, ist aber ein N im Griechischen. Genau. Und der Großbuchstabe sieht aus wie im Deutschen. Genau. Die Aussprache ist gleich. Ja, es ist ein N. Nö. Nö. N. Ja, gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Leseübung. Pame. Anna. Akrivos, Anna.
Oder ja, also. Tanja. Tanja, acribos. Oder ja. Acribos, also. Nana. Bist du reingefallen? Das ist total drin irgendwie, oder? Ja, natürlich. Erstmal im Programm. Ja. Ja. Ja, wenn man das ganze Leben lang, ne, das als V kennt und liest, dann ist es für das Gehirn natürlich schwierig, da umzuschalten. Ne? Ja, es braucht Übung. Okay, also nochmal. Nana. Nana, Agrivance. Genau, und je öfter du das übst, je öfter du diese Buchstaben siehst und liest, desto fließender wird es. Ja? Endaxi. Bamestinte Leftea Lexi. Unser letztes Wort hier. Ne? China. Was könnte das sein? Das Land. Genau, genau. Das Land. China. Akribos. Gut, dann wiederholen wir. Anna. Mhm. Anja. Orea. Nana. Mhm. Und China. Delia, perfekt. Sehr gut. Super, jetzt geht's weiter mit dem Mi. 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 Poliorea. Mi. Mi. Ja, hier sieht der Großbuchstabe ebenfalls aus wie im Deutschen. Der Kleinbuchstabe sieht ein bisschen anders aus, aber vielleicht kennst du den aus dem Matheunterricht, das kleine Mi? Mhm. Ja? Ja? Ja. Okay. Und die Aussprache ist ebenfalls wie im Deutschen, ein M. M. Area. Endaxi, ξεκινάμε με την πρώτη λέξη. Wir fangen an mit dem ersten Wort. Mama. Πολύ ωραία. Sehr schön betont. Was heißt das, Mama? Mama. Ich bin nicht Mutter, oder? Doch. Mama heißt Mama. Ah, okay. Mama. Mit dem Unterschied, dass wir im Deutschen die erste Silbe betonen. Wir sagen Mama. Und im Griechischen Mama, genau. Und hier siehst du nochmal ganz deutlich die Bedeutung der Betonung, also des Akzentes, ja? Mama. Genau. Wäre jetzt der Akzent auf dem ersten A, wie würdest du das vorlesen? Mama. Akribos. Mama. Ne? Aber hier Mama. Mama. Endax. Ωραία, Knut. Πάμε παρακάτω. Μαρία. Πολύ ωραία. Μαρία, το νάμε. Εντάξει. Genau. Mera, akrivos, mera. Hast du das Wort schon mal gehört? Mera? Das heißt ja wahrscheinlich nicht das Meer, oder? Nein. Mera ist der Tag. Mera. Mera. Mera, genau. Daher auch Kalimera. Oh, okay. Kalimera. Ja, ja. Gut, also mera. Genau. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αρμονία. Ακριβώς. Όχι. Αρμονία. Αρμονία. Τι σημαίνει αρμονία, was könnte das heißen? Harmonie? Genau, das ist die Harmonie. Ja, gut. Dann geht's weiter.
Atomo. Atomo. Atom, ja, aber auch die Person. Ja, das heißt etwas, was man nicht teilen kann, ne? Atomo. Keine Person, also stimmt. Nein, nein, Atomo. Oh, ja. Yeah. Εντάξει, πάμε παρακάτω με την επόμενη λέξη. Das nächste Wort. Μονοτονία. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει, was heißt das? Μονοτονία. Genau, das ist die Monotonie. Genau. Langweilig. Genau, eintönig. Monotonia. Langweilig ist nicht unbedingt Monotonie, ne? Oder? Bitte? Langweile ist nicht unbedingt 1:1 Monotonie. Ganz genau. Das stimmt. Ne. Λοιπόν, τώρα έχουμε την τελευταία λέξη, ein kurzes Wort. Μάτι. 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 Μάτι ist das Auge. Μάτι. Μάτι. Das Auge. Ωραία. Gut, bist du bereit für die Wiederholung? Ja. Ja, super. Mama. Maria. Mera. Ne. Harmonia. Harmonia. Πολύ ωραία. Άτομο. Μονοτονία. Ναι. Μάτι. Πολύ ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω με το εψιλόν. Genau, das Epsilon wird immer kurz und offen ausgesprochen, wie im deutschen Wort fest. Ε. Epsilon. Ακριβώς. Ακριβώς. Du siehst hier einmal den Großbuchstaben, der sieht genauso aus wie im Deutschen. Und der Kleinbuchstabe ist die kleine, runde Version davon. Ja? So, also, wir lesen immer ein Ä und wir starten mit dem ersten Wort. Ja, oh. Ne, Nero. So? Siehst du es jetzt besser? Ja. Ah, jetzt ist es besser. Nero, okay. Akribos. Nero. 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 Was könnte das sein? Das habe ich schon gehört. Das weiß ich auch. Das habe ich mir gemerkt. Das ist Wasser, glaube ich. Genau. Super wichtig. Nero. Nero. Ja, genau. Auf Zypern, ne? In Griechenland gibt es das nicht. Ja. Nee? Nee. Nee, das ist auch neu für mich hier. Ja. Nero. Nero. Das Wasser. Ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τρένο. Πολύ ωραία. Τρένο. 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 Τι σημαίνει? Ακριβώς, ακριβώς. Genau, Treno. Genau, ist, glaube ich, im Italienischen gleich, im Spanischen Treno und im Englischen Train, ne? Treno. Treno, das heißt, es ist die gleiche Wurzel, ne? Treno. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Crema. Crema, was könnte das sein? Creme für die Haut oder die Creme zum Essen? Beides. Beides? Beides. Ne, Crema. Crema. Taxi. Πάμε παρακάτω.
Acht auf die Betonung. Camera. 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 Τι σημαίνει κάμερα? Was könnte das sein? Kamera ist die Kamera. Kamera. Nicht die. Das stimmt, ja. Kamera. Kamera, die Kamera, nicht die Kammer. Ja. Ωραία. Εντάξει. Πάμε στην τελευταία λέξη. Das letzte Wort. Κατερίνα. Ακριβώς. Κατερίνα. Κατερίνα. Γεια. Yeah. Gut. Magst du noch mal wiederholen? Ja. Yeah. Nero. Treno. Ωραία. Treno. Ναι. Camera. Κατερίνα. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο λάμδα. Λάμδα. Πολύ ωραία. Λάμδα. So, diese zwei Buchstaben sind neu für uns. Die haben wir im Deutschen nicht. Aber der Laut ist uns bekannt. Das ist ein L. L. Ακριβώς. Ωραία. Ξεκινάμε. Wir fangen an. Μέλι, ακριβώς, μέλι. Μέλι ist der Honig. Μέλι, μέλι. Μέλι, ja, kurz und offen das E. Μέλι. Ωραία, μέλι, ναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Kilo. Ακριβώς. Κιλό. Κιλό. Was könnte das sein? Das Gewicht. Kilo. Ακριβώς. Κιλό. Ακριβώς. Κιλό. Nur anders betont. Kilo. Ωραία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ιταλία. Ιταλία. Τι σημαίνει Ιταλία? Italia, was könnte das heißen? Akribos. Akribos. Poliorea. Und das ist so eine Liebe, was Italia. Italia, genau, genau. Nicht wie im Deutschen, ne? Das betonte A, Italien, sondern Italia. Die Ländernamen haben meistens eine IA-Endung, eine betonte IA-Endung. Also Italia, ja. Was meinst du? Einen großen Anfangsbuchstaben. Genau, richtig. Ländernamen werden ebenfalls groß geschrieben. Wie die Frauennamen, die da. Akrivos, Akrivos, Poliorea. Also wir haben Italia mit der IA-Endung. Wir haben Germania, Deutschland, Germania. Dann haben wir Hispania, Italia und so weiter. Also das ist ein Merkmal. Ja, dieses IA. Oder? Εντάξει, πάμε στην τελευταία λέξη. Das letzte Wort. Καραμέλα. Καραμέλα, ακριβώς. Καραμέλα. Τι σημαίνει? Was heißt das Karamell? Diese Karamell zum Essen.
Karamell, genau, Karamell oder auch Bonbon. Karamell. Nee. Gut, bist du bereit für die Wiederholung? Ja, schön. Kilo ist drin, Ne? Maria ist dann, Mella Agrivos. Agrivos. Poliorea. Gut. Okay, ich glaube, das ist genug fürs Erste. Wie fühlst du dich? auch ich fühle mich ganz gut, aber es ist, es reicht nicht, glaube ich. Ja, das Jetzt, waren einige also Buchstaben. konzentrieren mit den falschen Freunden und den halben falschen Freunden und so. Ich dachte, wenn ich ein paar Mal so reingefallen bin, war es, dass ich einfach noch ein paar Mal hören muss. Deswegen habe Genau. ich mich auch. Ja. Das hat mir gut gefallen. Es gab Schön. ein Kompliment noch, und das ist eine sehr schöne Art und Weise. Ja, das freut mich. Und du siehst, man hat halt auch immer, ja, so diese kleinen Erfolgserlebnisse, ne? Allein, dass man nach so kurzer Zeit diese Wörter lesen kann, ist schon viel wert, ne? Ja, gut. Und sehr Das wird bald. wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich die sozusagen gleich erkenne. Also ich muss sie wirklich lesen, und dann muss ich die falschen Folge dann richtig. Ja, aber das ist alles Übungssache. Je nachdem, wie oft man übt, ja, dauert es dann entsprechend. Genau. Ich finde es wichtig, dass man jeden Tag ein bisschen was macht, auch wenn es nur 10 Minuten sind, anstatt irgendwie einmal in der Woche dann 1, 2 Stunden lernt. Genau. Täglich ein bisschen finde ich effektiver. Genau. Und dann wirst du halt sehen, dass es immer fließender wird. Ja? Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Gut. Ja, vielen Dank, Knut. Danke dir.